kurzes Beispiel für Insider, um hier das letzte Selbstgespräch nochmal abzuschließen, wo ich sage, mit Zensur oder mit nicht haben wollen, kommst du überhaupt nicht weiter. Und wir bleiben mal bei unserer Figur Ugur oder Kasperle, wie er sich nennt, und ich zeige dir jetzt einmal, was Demut ist. Das hier, er kontaktiert ja auch jetzt, ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich für die Insider, in Anführungszeichen, die jetzt wissen, was ich meine. Als kleinen Nachschlag zu dem letzten Selbstgespräch, was Zensur ist, wenn du in einem Chat bist, diese Rechthabereien. Das hat mit freier Meinungsäußerung nichts zu tun und die Welt ist ein Spiegelbild von dir, wenn sich eine aufregen, dass hier so viele Einträge auf YouTube gelöscht werden. Eigentlich werden die ja nicht gelöscht, das wird ja ganz geschickt gemacht. Früher wurden sie einfach gelöscht, dann kann man die, ihr löscht ja die Einträge. Mittlerweile macht man Folgendes, ausgedachterweise, dass man die zwar drin lässt, aber man löscht die nur in den Suchmaschinen. Und in dem Moment, wo man ein Video reinstellt und er löscht es in den Suchmaschinen, kriegen das nur die mit, die bei ihm Abonnement haben, die also praktische Mitteilung kriegt, dass was neu kommt. Aber die Masse wird komplett ausgesperrt, weil es findet ja dann keine. Es taucht auch nicht irgendwie zufällig auf, dass du jetzt auf ein Video klickst. Das wirst du nie, wenn das in der Suchmaschine gelöscht ist oder nicht angezeigt wird bei YouTube, wirst du das nie finden, außer du hast dich ganz gezielt bei dem Kanal angemeldet, dass der dir das zuschickt. Jetzt machen wir ganz, um da nicht so lang auszuufern, wir bleiben jetzt bei unserem Ugur-Beispiel, der ein extremes Mitteilungsbedürfnis hat. Und der redet ja auch mit dem Udo. Und das ist wirklich ein ganzer Lieber, der zumindest jetzt das Bewusstsein hat, dass er merkt, dass er nicht irgendwie dabei bleiben kann, dass er abgleitet, dass er Geltungssucht hat. Und es reitet ihn der Teufel, wie man so schön sagt. Und jetzt zeige ich dir mal, was Demut ist in Bezug. Und zwar tue ich jetzt ganz kurz mal hier. Das ist jetzt, ich muss einen Bildschirm übertragen. Kleinen Moment, da muss ich nochmal zurück. Oh. So kompliziert alles. Ich tue mal meinen Bildschirm schnell da ein. Jetzt müsste ich meinen Bildschirm haben, ne? Ja. Schau, das ist jetzt ganz normal hier. So wie du das kennst, bloß vom Udo, da habe ich jetzt in Bezi, in Thomas und das ist jetzt der neue Name, den er sich gegeben hat, Dolf de Prosti. Das war zuerst natürlich der Ugur und davor war es Kasperle. Der tauscht ja auch immer den Namen aus, den wir uns jetzt ausdenken und ich will dir ganz, ganz kurz zeigen, der schreibt natürlich den Udo auch, guten Morgen, er macht das darum geht es gar nicht. Und das ist natürlich jetzt aufgegriffen, dass er sich entschuldigt hier, mit meinem Selbsthaft zu vergiften und dann ziehst du mir wieder den Stecker und ich befinde mich in einem Jabbertal und jetzt zeige ich, was Demut ist. Ich schreibe jetzt ihm, lieber Geistesfunk, der du das Kasperle Ugur zu sein glaubst. Beschwörung. Ja. Schreib das, was du unbedingt loswerden willst, einfach hier rein. Das heißt nicht in den Holofeeling-Chat, sondern er soll es einfach zu mir schreiben. In meinen, was bei ihm ja IQB ist. Hier erreichst du alle von dir jetzt ausgedachten Geisteswogen gleichzeitig. Ja. Hier erreichst du in den Chat, hier erreichst du in den Kanal von UB. In dem Chat sind ja bloß Masken. Das wird ja alles gefiltert durch die Masken, was diese Reaktionen erzeugt. Ich UB bin der eine Geist, der sich hinter allen ausgedachten Geisteswogen. Kotzt dich aus, aber warte keine Antwort. Jetzt schreibt der Ugo, liest das Wort wörtlich. Du weißt das, auffächern kann Ugo nicht. Und wenn ich Ugo meine, meine ich mich, der sich einbildet zu wissen, dass da noch was anderes in ihm steckt. Es fühlt sich dermaßen schön an, dass ich es kaum loslassen kann. Ich kenne aber auch die Kehrseite und in der versinke ich im Jammertal und fange eine Scheiße nach der anderen an. Um auch das zu bereuen, doch gibt es irgendwas, was man bereuen könnte? Wenn das eine ohne das andere nicht existieren kann, merkst du, so dumm ist er nicht. Jetzt Ja. keine Antwort ist auch eine Antwort. Da du mein Leben schon durch hast, wäre ja auch eine Antwort, ach, es kommt, ist nichts mehr, bla, den anderen Chat in Ruhe lassen, vermute ich mal, da keine Antwort kommt, versuche ich das zu beherzigen. Kotz dich hier aus und erwarte von da draußen keine Antwort. I plus minus sie ist gleich null. Dir immer selbst. Ja. Den haben wir halt. Okidoki, hab einen Hauch einer winzigen Ahnung, was du meinst. Das war jetzt dann in einem Gespräch, weil wir geskypt haben, habe ich ihm weitergegeben hier.
Continuum weitere Texte, das sind deine Schriften, weil ich hier weiter vorne ihm gesagt habe, er soll, wenn er das Solo-Feeling aufhören, das muss man nicht. Er soll die Andrea-Schriften lesen, weil das ist eigentlich so deine Denkkarten, die du gemacht hast. Das sind so kleine Anstöße, die dich immer wieder ins Jetzt holen. Ja. Du weißt, ich habe gesagt, Diana-Schriften sind ganz anders wie Andrea-Schriften. Ja. Beide sehr hochwertig, sprechen aber extrem unterschiedlichen Denker an, unterschiedliche ja. Reifenstufe. Ist aufgeschoben ist nicht aufgehoben, kann aber nichts garantieren. Du weißt, ich nehme das Ganze hier noch nicht wirklich ernst genug dabei, fühle ich es ein bisschen. Du merkst, es ist ja ganz lieber hinter der Maske. Und ich nehme jetzt wieder die Schuld auf mich und mal schauen, ob er sich dran hält, wo ich sage, wenn er einen Schreibdurchfall hat, soll er das auf meinen Kanal schreiben, aber nicht in den Chat. Das war eigentlich das, was ich nochmal sage. Ich nehme alle Schuld auf mich. Darum geht es im letzten Endes. Und es ist halt, solange du nicht weißt, was hundertprozentig sicher heißt, und das weiß der normale Mensch nicht, der urteilt. Die Sachen, die du als hundertprozentig sicher ansiehst, wo du noch diskutieren willst, weil du meinst, diese Vorstellung von hundertprozentig sicher ist richtig, ist ein klares Zeichen, dass du nicht einmal das Lassenbeispiel verstanden hast. Und diese Kategorie 2 Fragen, ich nenne das ja immer nur Kategorie 1 oder 2 Fragen, sind eigentlich die einseitigen Antworten, die du haben willst. Und jetzt, ich relativiere das jetzt nochmal einen Schritt weiter. Ich wiederhole jetzt erst, ist es vollkommen geistlose Frage, kann man sich sparen. Hörkomplex ausgedacht, ist eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Klo, Bündchen, Bündchen, Bündchen. Genauso geistlose Frage, wenn ich weiß, was eine Wohnung ist. Jetzt kommt was Neues dazu. Bist du eigentlich, wenn du ein Christ bist, der Katholiker, Bündchen, 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 Bündchen. Das ist genauso geistlos. Ein Katholik ist genauso wenig ein wirklicher Christ, so wie ein Herd keine Küche ist. Bist du eigentlich, wenn du ein Moslem bist, ein Schunit, ein Schiit, Bündchen, ein Bahai, Bündchen, 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 dasselbe in Grün? Alles sehr. Das ist das große Problem, was du verstehen musst. Und die erste Sektion deines Denkens, die erste Logik, dein Schwamminhalt hat mit deiner Meinung überhaupt nichts zu tun. Wenn du das einmal erkennst, dass alles, was du bisher, bis dato, geglaubt hast, GLAUB, was du beschworen hast, das ist AUB. Die Beschwörung von toten Geistern, das heißt so viele Geister, aber so viele Geister ist schon ein Oxymoron, weil Geist ist Geist, das ist bloß ein R, ein nicht existierender Wachter. Das ist der träumende Geist im Hinter uns, den wir uns jetzt zwangsläufig denken müssen, wenn wir an ihn denken, der aber als Ding an sich kein Gedanke ist. Das ist der Rainer. Wirklich, das ist der Rainer, wo ich immer den Folger zum Beispiel jetzt anspreche, der sehr geistreich ist, gehört natürlich auch der Geistesfunk dazu, der sich jetzt Rainer nennt. Das sind ja nicht nur, es sind mehr Geistesfunk, aber wenn die wirklich mehr sind, immer sind, ist es nur ein einziger. Dann bist du ich. Das hast du. Damit trägst du die Verantwortung. Das Leben entsteht eben durch diese Differenzierung. Ja, ja. Und das ist nicht, wenn wir jetzt das Tal nehmen. Ich wollte so gerne, aber das ersparen wir uns nur. Was bedeutet eigentlich ein Teil sein? Was bedeutet das Wort Teil? Wenn wir das jetzt hebraisieren, wenn wir schauen, was sind die hebräischen Wörter für Teile? Teile entstehen erst, wenn du das eine teilst. Aber was ist das, wenn es nicht geteilt ist? Das eine, aber mit A-I-N geschrieben. Das A-I-N, He, Brot geschrieben. Dieses nicht, die nicht existierende Quintessenz. A-I-N. Schöpfergott sein heißt Quintessenz sein. Dann bist du das eine. Das ist so. Dieses eine bist du zwangsläufig nichts und alles gleichzeitig. Unser Allah. Ja. Das macht's aus. Das lässt mal, glaube ich, gut sein. Das ist einmal ein kleiner Nachschlag und mit Zensur nicht haben wollen. Jetzt beobachte dich einfach. Und zwar wertfrei, absolut präzise. Beobachte dich in deinem Alltag, wie viele Flügelschläge du noch machst, dass du negativ reagierst und du willst es anders haben, wie es ist. Kannst du es nicht einfach auftauchen lassen und wieder anschauen, schauen, wie du reagierst und wieder reinfallen lassen? Einfach nur schauen. Schauen und genießen, wie ein Kind. Und dann immer an das schöne Beispiel denken, deine Rolle musst du deswegen momentan noch weiterspielen.
Aber du kannst es bewusst machen. Und dann hast du Gefühle, obwohl du keine Gefühle hast. Das ist diese Empathie. Da ist mein Leid, Empathie wörtlich übersetzt, mein Leid. Aber wo Leid ist, ist auch Freude. Weil das wird jetzt sehr komplex, weil du die 16 Perspektiven verstanden haben musst. Und solange du das nicht verstehst und dir so unendlich gescheit vorkommst und letztendlich eigentlich genau das Gegenteil von dem erlebst, was du hier machen musst, was deine Rolle, dein Traum, die Figur, ein Protagonist in einem Traum, und das bist auch du selbst, du bist nicht nur der träumende Geist, sondern in erster Linie mal der, der du jetzt im Traum zu sein glaubst. Und darum sage ich, wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Alles, was du irgendjemandem, der in dir auftaucht, vorwirfst, wirfst du dir letztendlich selbst. So ist es. Die eigene Nase. Absolut. Und ich wiederhole es nochmal schnell in der Tiefe. Wir Insider wissen, Nase auf Hebräisch schreibt sich ab. 1,80. Im Wörterbuch steht als erst einmal Nase und Zorn. Zorn, wieder hebraisiert, heißt ja zur Form gewordene Existenz. Z-O-R-N. Ja. Hebräische Buchstaben. Zur Form gewordene Existenz. Was ist die Nase? Wir haben hier jetzt erst einmal ein Panim, ein Gest. Die geistige Sicht ist in einem gewissen Maß wie eine Nulllinie. Das heißt ja auch das Innere. In dem Moment, wo du an deine Nase denkst, denkst du vor dir eine Nase hin. Das sieht hier aus gesehen so aus. Genau. Das ist nämlich, was über dein Gesicht hinausragt, von mir aus gesehen, ist eigentlich meine Nase. Okay? Das ist ab. Das ist mein schöpferisches Wissen. In dieser Spiegelkante, wir sind ja erst in der Spiegelkante, wie ich das nenne, was ich normal als Spiegelecke, aber die Ecke braucht für Ecke. Wir brauchen ja die Ecke, das ist ja nur eine Kante. Ja. Das ist übrigens sehr interessant. Du hast eine Wand und eine zweite Wand, wenn du in einem Z im Meer stehst. W heißt doppelt aufgespannte, ich werde auf- und abschwingen. Da haben wir zwei verschiedene und erst die Decke oben, die geöffnete Ecke, macht das eigentlich zu einer Ecke. Ja. Hier an deiner Nase sind, hast du mal hier zwei Flügel dran. Ja. Flügel, ja. Da steckt das, die Lüge schon mit drin. Ja. Ja. Das heißt, dass wenn du eigentlich hier in deine Welt reinschaust, hast du eigentlich den klassischen Spiegel, das Spiegelbild, wie du es kennst. In dem normalen einen Spiegel, wenn du vor dir hast, ist ja in der Horizont. Wenn wir das einmal abstrakt nennen, wäre da nur ein Spiegel, in den du reinschaust, müsste das ja so sein, dass wenn du jetzt charaktertechnisch lächelst, müsste das Spiegelbild heulen, ist ja spiegelverkehrt, und wenn du heulst, müsste das Spiegelbild lächeln. Für dich ist es aber so, dass du lächelst und das Spiegelbild lächelt, weil du nämlich da reinschaust. Ja, wie ich erkläre es jetzt nicht im Detail, wenn es einer was mit den Spiegelfacetten, Spiegeltunnel, ein Spiegel, kann Spiegel, Eckspiegel, was dann passiert. Und da ist Physik im Hintergrund. Das ist alles Physik. Ja. Und das Schmetterlingsphänomen als Ding an sich ist im Prinzip dasselbe. Das heißt also, dass du feststellen wirst, dass hier jetzt der BC heute, das habe ich mit dem BC gemacht, aber denn seine Leitung war so schlecht, dass du, wenn du Wörter dir genauer anschaust, dass da alles wirklich drinsteckt. Das ist dermaßen verrückt. Wenn ich komischerweise dabei bin, der BC hat heute Morgen was geschrieben. Mhm. Und ich habe ein Gespräch jetzt gedacht, vorher mit ihm geführt, das habe ich auch aufgezeichnet, aber das hat, ich habe schon von vornherein gesagt, der hat eine ganz schlechte Leitung. Mhm. Und es ist so schlecht, das kannst du vergessen. Wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Und der ist dann, obwohl er ja sehr inspiriert ist, er war dann ganz hin und weg, dass er sagt, du, er merkt immer noch, wie oberflächlich, dass man sich, wie man selbst ist, in wie ich in Oberwelt drin stecke. Ja. Dieses Oberflächlichsein in Oberwellen drin stecken. Ich erinnere ganz kurz an mein Beispiel, dein Telefon klingelt, du nimmst den Hörer in der Hand und du hörst, hallo, ich bin's. Wenn du wertfrei schaust, was ist jetzt da? Genau. Also während du telefonierst, ist auch kein Telefonhörer da, so wie jetzt die ganze Zeit des Programms Skype nicht da ist, obwohl es da ist, auf der tieferen Ebene. Ja. Ich rede jetzt rein vom Existieren. Existieren tut nur das, was du siehst. Ja. Und jetzt, wenn du dir Gedanken machst, dann denkst du natürlich dann, während des Telefonierens hast du ja mal das, was du hörst, was in dir ja Bilder auslöst, die Stimme. Aber was hörst du eigentlich? Dann hörst du eine quäkige Telefonhörerstimme. Das ist die Grundwelle. Diese quäkige Telefonhörerstimme. Ich sage dann immer wieder, das Nächste, was du hörst, ist das Geräusch, Telefonhörergeräusch, hallo, ich bin's. All das kriegst du gar nicht mit, weil
da wieder eine Oberwelt, so ein gewisser Klangcharakter drauf ist, wo du sofort sagst, das ist der oder der, an den du jetzt denkst. Das ist, wenn du oberflächlich bist, bist du in der obersten Auslegung, die eigentlich jedem geistlosen Idioten ersichtlich ist. Ist so, ja. Aber wo die Auslegung, die du jetzt hast, aufbaust, das macht Holofeeling, wir gehen in die Tiefe, du musst in die Tiefe gehen, Tiefe in dich reinschauen. Ja. Das ist, dass ich immer wieder sage, schau in dich rein, was du wirklich glaubst, was du dir wünschst und was du durch deine Wünsche verwirklichst. Ja. Und immer daran denken, nicht das, was du dir wünschst, verwirklicht sich unbedingt, was sich hundertprozentig sicher verwirklicht, ist dein Glaube. Und solange du dir wünschst, gesund sein zu wollen, glaubst du, dass du krank bist. Und deine Logik wird jetzt wieder vollkommen, weil ich krank bin, wünsche ich mir das. Und ich sage, zuerst einmal musst du gesund und krank, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das heißt, du drehst komplett die Kausalität auf den Kopf. Ich existiere, Betonung liegt auf dir. Nein. Wir existieren ja bloß, weil wir von unserer Mutter geboren wurden. Nein, das kann man schon also, gar nicht mehr hören. Das, weil du dir das jetzt ausdenkst und weil dir das logisch erscheint. Ah, okay. Und du hast du die Demo, das anzunehmen, oder sagst du, ich... Udo Brösel, Lautsprecher, erzählt jetzt einen Blödsinn, dann ist dir nicht klar, dass das, was ich dir erkläre, sofort hier und jetzt überprüfbar ist, hundertprozentig sicher ist. Und solange du nicht weißt, was hundertprozentig sicher bedeutet, und das weiß kein von dir ausgedachter normaler Mensch, nicht ein einziger, die sind voller Wissen, das sie verwirklichen und aufgrund dessen, weil sie dieses Wissen durch ihren Glauben verwirklichen, realisieren sogar. Wenn ich einen Stein, habe ich früher immer gesagt, hast du zigfach gehört, einen großen Stein als Brösel in die Hand nehme und den mit voller Wucht gegen eine Glasfensterscheibe schmeiße, zerstört so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, ist so. Du könntest übers Wasser laufen, du könntest fliegen, du müsstest es nur glauben. Der Witz ist, in dem Augenblick, wo du das glaubst, kriegst du gar nicht mehr mit, dass das was Besonderes ist, weil dann ist es für dich normal. Und ich verweise nochmal auf das Handy, wo du sprichst und kriegst alles Wissen in der kleinen Kiste. Das wäre vor 30 Jahren in deinem Buch zurückgeblättert überhaupt nicht normal gewesen. Nein, nein. Ich verweise darauf, dass die Möglichkeiten, die man jetzt mit einem Smartphone oder einem Computer machen kann, weil es verwirklicht wurde, von wem auch immer, zuerst einmal von dem, der es glaubt, dass das vor 40 Jahren Science Fiction gewesen, Raumschiff Enterprise, wo man es ja gedanklich zwar gesagt, es kommt irgendwann einmal im Jahr 2400. Es hat sich wesentlich schneller verwirklicht, wie man es geglaubt hat. Und der Weltuntergang, Weltbrandopfer, die kann nur jetzt untergehen, das passiert, Welt ist das, was du dir ausdenkst und das verändert sich. Der Weltuntergang in Bezug auf das heliozentrische Weltbild wird dann passieren, wenn du glaubst, dass es kein heliozentrisches Weltbild gibt, sondern dass es das bloß eine von vielen möglichen ausgedachten Weltvorstellungen sind. Da außen ist nichts. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Wunderbar. Und du nennst dich Christ, du nennst dich Jude, du nennst dich Moslems, dann soll für dich dieses Gebot erst einmal vorrangig sein, vor allem. Und da wissen deine religiösen Menschen, deine spinnenden Katholiken geldgierig nichts. Da können wir jetzt wieder auf das Zinsgebot, habe ich hier reingestellt. Ich habe extra nicht von Geld gesprochen, sondern wenn du, wenn einer in dir auftaucht, der irgendeine Hilfe von dir braucht, das muss nicht, dass wir immer ein Soll und ein Haben haben. Hm. Eigentliche Geben ist dann der Fall, gib und vergiss, hilf. Das, was eigentlich wichtig ist. Gib und vergiss. Und erwarte nichts zurück. Ich sage immer, das Einzige, was ich mir vielleicht wünschen würde, dass du dich freust an dem Leben, das du von mir bekommen hast. Dass du dich dran freust und nicht laufend dran rumnördest. Und die Freude ist die eigentliche Bezahlung. Das ist und das ist die eigentliche Verzinsung, was übrigens die Kirche dann extrem, wenn du dich einmal in die Theologie reinliest, wie rechtfertigen die eigentlich dieses Zinsgebot? Da kommt dann, ja, aber es ist zwar richtig, dass der Zins Sünde ist, aber Jesus gibt ja auch das schöne Gleichbild, warum hast du das nicht verzinst zum Positiven? Will ich jetzt nicht auf die Bibelverse eingehen, schieß dich einfach rein. Darum geht es um was ganz was anderes. Ja. Das ist nämlich die Rechtfertigung, dass ich immer sage, in dem Moment, wo dir einer geholfen hat, wirst du den das gerne auch eine Freude machen wollen. Das habe ich ja so schön reingeschrieben. Dann bringt es ja für den eine Verzinsung. Aber die erwartet er nicht. Ja.
Keine Erwartung. Das ist das Entscheidende. Das ist, und die Kirchen rechtfertigen, einseitig die Theologie rechtfertigt dann diesen ganzen Wahn mit Vatikanbank und alles, was sie machen. Das ist ein Industrieunternehmen. Es ist halt Welt, ein Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler. Punkt. 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 Und tschüss. The right point.